Herzlich willkommen auf unserem Kanal Celebrity Deathmatch. Heute wollen wir dir die Besetzung von unserer kleinen Farm vorstellen und wie sie sich verändert haben. Laura Ingalls-Wilder, Melissa Gilbert. Zwei Zöpfe, Sommersprossen auf der Nase und ihr freches Wesen machten den Dreikäse hoch zu einer der beliebtesten Figuren der Serie. In 10 Staffeln konnten wir miterleben, wie sich Laura zu einer ambitionierten Lehrerin entwickelt und mit ihrer großen Liebe Almanzo eine Familie gründet. Melissa Gilbert wurde für ihre Leistung für einen Emmy und einen Golden Globe nominiert. Sie arbeitete nach dem großen Erfolg der Show weiterhin als Schauspielerin und trat in einer Reihe von Filmen und Fernsehshows auf. Sie ist auch eine Politikerin, die 2009 ihre eigene Biografie veröffentlichte, in der sie offen über ihren Alkoholismus sprach. Melissa Gilbert im zarten Alter von 9 Jahren und wie sie heutzutage aussieht. Charles Ingalls, Michael Lenten, gestorben mit 54 Jahren. Er war der Familienpatriarch der Ingalls und arbeitete unermüdlich daran, seine Familie inmitten der Weltwirtschaftskrise zu ernähren. Für seine Töchter Mary, Laura, Carrie und Grace hatte Paar Charles immer ein offenes Ohr und ist bis heute eine der beliebtesten Vaterfiguren Amerikas. Michael Lenten ist vor allem durch seine Rollen in den Fernsehserien Ein Engel auf Erden und Bonanza bekannt. Für seine umwerfenden Auftritte erhielt er zahlreiche Nominierungen und Auszeichnungen, darunter einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame. Lenten starb 1991 im Alter von 54 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Michael Lenten, wie er damals und kurz vor seinem Tod aussah. Caroline Ingalls, Karen Grasso. Caroline wird immer als gute Haushälterin, vorbildliche Hausfrau und Mutter in Erinnerung bleiben. Neben der Erziehung ihrer 4 Kinder arbeitete sie als Köchin für die Olaissance und engagierte sich ehrenamtlich als Lehrerin. Nach dem Erfolg von Unsere kleine Farm zog die Hollywood-Schauspielerin nach New Mexico und gründete dort eine Theaterschule. Sie lebt derzeit mit ihrer Adoptivtochter in Kalifornien. Karen Grasso ist mit 75 Jahren immer noch schön. Karen, wie sie damals aussah und wie sie heute aussieht. Mary Ingalls, Melissa Sue Anderson. Das junge Mädchen ist durch eine zurückgehende Scharlacherkrankung erblindet und darf nicht mehr zur Schule gehen. Anschließend gründet sie mit ihrem ebenfalls blinden Ehemann Adam eine Blindenschule. Nach einer Fehlgeburt, einer schweren Depression und dem Tod ihres zweiten Kindes zieht sie mit ihrem Mann nach New York, der die Anwaltskanzlei seines verstorbenen Vaters übernimmt. Melissa Sue Anderson trat damals in einem Casting gegen 200 andere Frauen an und gewann die Rolle der ältesten Ingalls-Tochter. Das Markenzeichen der 55-jährigen Schauspielerin sind ihre stahlblauen Augen, die sie seit ihrer Kindheit hat. Die amerikanische Schauspielerin ist seit 1990 mit dem Produzenten Michael Sloan verheiratet. Das Paar hat 2 Kinder und lebt derzeit in Montreal. Melissa Sue Anderson, wie sie damals aussah und wie sie heute aussieht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, teilt es, gebt einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal.